Hallo. Hi. Die Fahrschulcrew ist mal wieder hier mit einem neuen Prüfungssimulationsvideo. Ihr schreit ja regelrecht danach, also deswegen freut uns das auch. Wir drehen die auch immer gerne für unsere Fahrschüler und natürlich für euch auch. Und heute war mal Christians Schülerin wieder dran. Genau, die Daniela war dran. Die kam damals hier zu uns, hatte extreme Angst vorm Autofahren, also generell schon Angst vorm Auto, kann man sagen. Natürlich auch Prüfungsangst, egal ob jetzt Theorie oder Praxis. Sie hatte ein begrenztes Budget, was sie sich in Anführungsstrichen zusammengespart hat. Mehr hatten wir leider nicht und da mussten wir jetzt auch in Richtung Prüfung mal langsam gucken. Wie gesagt, am Anfang war es wirklich problematisch. Die eine oder andere Träne ist auch im Auto geflossen. Sie ist am Anfang wirklich langsam gefahren, egal wo, egal wie. Es hat sich natürlich jetzt über die Zeit gebessert. Wie gut es wird, werden wir gleich sehen, wenn sie einsteigt und losfährt. Und ja, die andere Frage ist, was wir jetzt noch haben. Wollt ihr gerne Prüfungssimulationen von uns sehen oder wollt ihr auch mal Lehrvideos, wie zum Beispiel das Rechts-vor-Links-Video oder Einbahnstraßen-Videos, was wir jetzt schon gedreht haben? Oder habt ihr vielleicht mal eine andere Idee für uns, was wir noch drehen könnten? Ja, oder interessieren euch nur diese Prüfungssimulationen jetzt an sich, dass ihr sagt, auf den Rest können wir verzichten, wir wollen lieber Prüfungsstrecken sehen, Leute, die die Prüfung fahren. Sowas ist interessanter für uns. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Das bringt uns natürlich weiter, dann wissen wir, was ihr sehen wollt und was wir drehen müssen. Was wir noch fragen wollten, wollt ihr am Anfang lieber ein Intro über den Fahrschüler oder wollt ihr lieber so ein Vorschau, wieder so ein Teaser, was in den 50 Minuten ungefähr passieren wird? Das müsst ihr uns auch mal in die Kommentare schreiben, weil das ist für uns wichtig. Weil der eine oder andere meinte, der möchte keine Vorschau, weil dem sonst so ein bisschen die Spannung genommen wird. Ja, genau. Der andere schreibt, ich möchte lieber ein Vorschau-Video, wie auch immer. Sagt uns, was ihr wollt, dann können wir das besser planen. Ist noch irgendwas? Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Simulation. Genau, geht gleich los. Bis später. Gut, wie läuft? Hallo. Hallo. Hi Daniela. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Fühlst du dich gut, dass wir die Prüfung auch starten können? Das fragen auch ganz viele Prüfer, ne? Ja, stimmt. Ob die sich in Ordnung fühlen, ob die sich gut fühlen und die Prüfung fahren können sozusagen. Okay, gut, dann wollen wir starten, Daniela. Und zwar, wie lautet die Mindestprofiltiefe? Die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 mm. Genau, sehr schön. Und wie kann man diese ablesen? Die kann man, also indem man sich den Reifen genau anguckt und dann sieht man am Indikator, wie, also ob das halt noch genug, ob das noch tief genug ist. Also 1,6 ist ja mindestens und umso mehr, umso besser. Ja, okay. Und welche Höhe hat der Indikator? 1,6. Sehr schön. Was denn? Millimeter. Sehr gut, okay. So, jetzt hast du einen Platten. Ja, du hast zwar noch Profiltiefe drauf, aber ja, die ist ein Nagel irgendwie. Du hast dich in den Nagel reingefahren. Und jetzt hast du eine Panne. Was musst du als erstes machen? Also, wenn, je nachdem, wo ich bin und die Panne habe, auf jeden Fall erstmal Warnblinklicht anschalten. Sehr gut. Dann kontrollieren, wie viel Luft noch im Reifen ist. Warte, du hast die Warnblinkanlage eingeschaltet? Mhm. Gut, und was machst du jetzt? Aussteigen, das Auto absichern. Wie? Indem ich das Warndreieck 100. Alles gut, nein, Warndreieck hat mir auch schon gereicht. Ja, okay. Sehr schön. Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen. Mhm. Ja, perfekt, sehr gut. Okay. Ja, gut. Das war's zu den Fragen. Okay. Ja? Reicht ja auch. Reicht auch. Hast du schön beantwortet. Danke. Das war wirklich gut. Okay, dann können wir starten, wenn der Verkehr es zulässt. Ja. Dann mach erstmal Auto an und dann machen wir erstmal Fenster zu. Klima ein bisschen an. Mach bitte alles so wie in den Fahrstunden. Ja? Wenn nichts gesagt wird, fahren wir geradeaus. Wenn geradeaus nicht geht, entscheidest du dich selber für rechts oder links. Mhm. Aber mach immer bitte das, was dein Fahrlehrer dir gesagt hat. Ja? Mhm. Wir fahren heute nicht in Sackgassen rein und wir fahren auch nicht in Anlieger frei rein. Sehr gut. Und für den Rest, ich gebe die Anweisungen, ne, wo wir langfahren und den Rest machst du schon. Okay. Sehr gut. Dann lass uns starten. Angeschnallt? Wir sind alle angeschnallt. Perfekt. Thank you.
Ach, den hier wieder rauszumachen. Nee. Warum mache ich das jetzt? So. Nicht rückwärts. Jetzt bin ich nervös, siehst du? Und aber wir kennen, John. Wir kennen uns das doch. Machen, wenn er ein Prüfer ist. Mach einfach parken, nicht raus. Irgendwie einfach so fahren wie immer, ne? Nichts Neues erfinden. Ja, bitte. Ja. Und wir kennen uns doch. Ja, aber ich bin jetzt nervös. Ich habe noch mehr Angst, habe ich schon gesagt, wenn der Prüfer da ist und ich kann den nicht einschätzen. Ich weiß, den habe ich gerade schon gesehen. Als der rausgefahren ist. Keine Ahnung, aber die Kamera lädt gerade nicht auf. Was? Die Kamera lädt nicht auf. Glaube ich. Ja. Bleib mal so hinter dem Auto stehen. Kurze Unterbrechung. Ja, ich mach alles so wie in den Fahrstunden 300 Mal irgendwo. Ja, war unterwegs, gleich feststellen. Ist der Pieper an? Adresse von den Kerl, der dir gerade was unterstellen wollte. Hat die oder eine Telefonnummer? Kriegst du raus? Ja. Das ist assi, sowas zu behaupten, weißt du? Aber das Leute, der hier. Also, Zeuge. Guck mal, das sind Leute, die mit dem eigenen Fahrlehrer nicht zufrieden sind, dem aber nicht sagen können. Aber dann bei TikTok andere Fahrlehrer schlecht reden. Solche Leute sind das, verstehe ich. Der war doch kein Fahrlehrer. Was? Der war doch kein Fahrlehrer. Ja, aber Fahrschüler. Ja, gut. Wie wollen bitte an der nächsten Ampel wieder links abbiegen auf die Autobahn Richtung Dienstag? Ich habe das auch oft, wenn ich mal irgendwas poste oder so, boah, mach deine Arbeit anstatt TikTok zu drehen. Junge, wer bist du? Du arbeitest ja trotzdem, nur dass du da TikTok. Nein, ich arbeite ja auch vernünftig, wenn ich merke, oder gestern auch, als ich live war, meinte so ein, ich kann das ja verstehen, der Schüler meinte, nee, irgendein so ein Video, ach, so ein Zuschauer hat dann geschrieben, konzentriere dich lieber auf die Fahrstunde als auf das Live. Ich gucke da nicht mal rein, ich lese nur ein, zwei Fragen, weißt du, wie ich meine? Also ich mache bei TikTok gar nichts mehr, wenn mir oder einfach wenn mega auf den Sack geht. Wenn ich an der Ampel stehe, dann gucke ich vielleicht mal drauf, was das Sache ist, aber ansonsten bin ich natürlich bei meinem Fahrschüler. Ganz ehrlich, ne, wenn du jetzt so guckst und spielst am Handy vielleicht rum, du siehst trotzdem, was der falsch macht. Ja klar. Das ist einfach so. Zumal dann, erst dann machen die auch Sachen falsch, ne, weil die denken, du bist abgelenkt. Ich meine, gib Wiki-Fahrschüler, da kannst du nicht eine Sekunde weg. Kannst auch nicht. So einen habe ich hier auch, der macht mich fertig. Ach egal. Eben. Nicht aufregen. Der ist leicht gesagt.
kann das immer noch nicht mit Gefühl. Oh. Ja, richtig. Kommentar. Ja, ich wollte gerade sagen. Was normalerweise? Bist du gut vor Rocken? Normalerweise schon. Ja. Mit 3,7 Millionen. Ja. Ich versuch's mal. Deutsch Karaoke Bar oder? Ich weiß gar nicht, Rock nicht. Ich habe keine deutschen Freunde, außer meine Fahrschüler. Ja, was heißt Deutsch? Halt so. Nee, ich glaube nicht. Ja, ich will jetzt nicht.
nicht sagen normale Musik, aber halt das, was jeder kennt. Das, was du hörst, so ist auf jeden Fall nicht normal. Ich höre deutsche normale Musik, du nicht. Ja, du hörst aber auch rechts abbiegen, bitte. Musik, die ich nicht verstehe zum Beispiel. Ich meine, Englisch verstehe ich auch nicht, aber weiß auch egal. Werden wir auch niemals heiraten. Hier ist er letztens lang gefahren. Mit dir nicht? Nee. Da sind wir da vorne links. Ja, und dann sind wir mit mir da auch links und rechts. Und dann hat er was entdeckt und dann ist er hier lang gefahren. Der ist auch wirklich so ein kleiner Entdecker. Jetzt haben sie sich das gemerkt. Ey, wir haben wieder voll gelacht im Auto. Links abbiegen, bitte. Aber hier kann man auch gut fahren. Und mit der Einschulung haben wir zum Beispiel gar nicht gepackt, weil wir keinen Pass mehr bekommen hatten. Boah, das wäre mein Traum. Warum? Wirst du vielleicht sehen. Am Anfang konnte ich relativ gut einparken, aber das Fahren hat so gearbeitet und jetzt hat es sich so umgedreht. Jetzt geht es das Fahren nicht mehr so schlimm, aber das Parken, ich weiß auch nicht warum. Naja, die Autobahn hat mich jetzt aber auch umgehauen. Ja. Ich auch. Quasi aus dem Sitz gehauen. Ich glaube, ihr müsst gleich nochmal eine Fahrstunde machen, so extra. Wir machen Montag ja eh nochmal eine. Ja, wir können jetzt eh nichts anderes machen, außer Parken und Autobahn. Ich drücke euch die Daumen. Wir gehen eh nicht. Keine Rolle. Ja, aber die beste Stelle ist leider schon vorbei. Ja. Das spielt keine Rolle. Sie muss es schaffen, ne? Das geht, ist leider so, ne? Das geht ja nur manchmal anders. Das ist nicht meine Lieblings. Nee, deine Lieblingsstelle ist leider schon da hinten gewesen. Das ist so schlimm. Das Geld. Aber ich komme. Das sieht doch noch gut aus. Ne? Wenn er da gechillt worden ist, jetzt brauchst du ja keine Gedanken. Also wenn mein Hals länger wird als deiner, dann stimmt er was. Ich will ein Auto. Ja, ich will es auch nicht, aber... Aber der ist mir heute auch erst heute aufgefallen, dass der keinen Pieper hat vorne. Aha. Wie aufmerksam von dir. Ja, ne? Mhm. Wie sich voll süß. Sicher ist sicher. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Direkt nur ins Handtuch. Das ist ja das Problem, was sie hat. So.
vorbei jetzt. Ne? Man muss doch nicht. Hast du vorne was gemacht? Ja, ich habe da gerade am Lenkrad umgefunden. Aber ich hätte es noch geschafft. Guck mal. Das ist aber sehr, sehr gut. Zwischen hätte und du hast es geschafft, ne? Da liegen Welten. Du musst ja nicht. Klar sollst du nah am Auto dran fahren, ne? Man muss ja nicht übertreiben. Warum hast du da vorne jetzt so wenig Platz? Weil ich zu früh gelenkt habe. Genau, warum hast du zu früh gelenkt? Weil da ein Auto steht. Ja, genau. Und jetzt hast du schon verkackt, du kannst halt nicht mehr retten. Ist vorbei. Ja, der erste Parkversuch ist quasi gerade in der Mülltonne gelandet. Das hat jetzt nochmal neu gemacht. Du hast einfach viel zu früh reingelenkt. Guck mal, ich habe dir so eine schöne Parkplatz gegeben. Ja, aber macht sie immer, wenn da ein Auto steht. Mhm. Ich gerade der Weiße. Ach, wegen dich ist das passiert. Der zeigt ganz weit, das ist nicht dann hier. Ich weiß, aber ich werde dann immer so nervös. Ich kann dir sogar schwören, dass er dir den nicht sagt. Die haben doch schön gewartet. Ich meine, die sind ja auch nicht einfach vorbeigefahren. Die haben auch gesagt, ne, schau, wir fahren jetzt vorbei. Ja. Ich werde aber immer so nervös, wenn dann. Das muss recht. Also am Tag deiner Prüfung muss das auf jeden Fall. Du musst dann lenken, wenn es soweit ist. Nicht dann, wenn du denkst, dass es soweit ist. Ne? Wenn die B-Säule am Ende vom Auto ist, dann musst du lenken. Mach dein Auto erstmal so, wie es sein muss. Guck mal. Wo fährt dein Auto jetzt gerade hin? Ist das gerade? Mhm. Nein, das steht nach da. Das sieht man ja. Wir fahren ja jetzt dahin, theoretisch. Lass mal das Auto gerade fahren. Na, wenn du aus dem Fenster guckst, musst du quasi zu diesem Schild da fahren. Okay. Lass den Spiegel da unten, ist doch jetzt nicht schlimm. Ja, wir wollen nämlich noch mal parken. Rechts. Wir wollen hier hinter parken, ne? Ja. Fahr da nicht mal weiter vor, du willst doch dahinter warten, nicht davor. Thank you.
parken, ne? Du bist ja noch nicht fertig. Ich meine, du hast ja genug Platz da vorne, oder? Ja. Ja. Also nutzt den noch. Parken ist echt nicht mein Ding. Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ihr macht euch das Leben immer so schwer. Siehst du, hat doch noch geklappt. Was sagst du deinen Schülern, wann die zurücklenken sollen? Bei 10 Uhr. Nicht bei 9 Uhr. War aber doch jetzt 10 Uhr? Nein, das war 9 Uhr. Das war ja schon fast 90 Grad Winkel zur Straße. Viertel nach 9 hatten wir gehabt. Ja, so ungefähr. Ich sag denn immer ein bisschen weiter als 45 Grad. Ja.
Aber egal, sollte trotzdem nicht länger als eine Stunde dauern. Nein, nein. Besser so 50. Oder noch weniger. Ja, ha? Meinst du? Was sagt dein Zettel? Hast du alles notiert? Ja, natürlich notiert. Hast du alles dokumentiert? Ja, selbstverständlich. Also ich kann nur da links, hier ist nur geradeaus. Ja, genau. Jetzt zu spät, jetzt müssen wir geradeaus. Ich dachte immer... Fahr erst mal los. Dann ich wollte da lang rüber. Ja, was hat der nicht gemacht? Weil ich dachte immer, weil mehrspuriges Abbiegen den rechten... Ist ja nicht mehrspurig. Ja. Du siehst ja auch die Linie, die ist nicht dünn gestrichen, sondern dick gestrichen. Ja. Und erkennst sofort, der Fahrstreifen ist anders als hier. An den Fallen hättest du das auch erkennen müssen. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte ja auch rüber. Aber ich hab's dann nicht gemacht. Das war die Prüfung wäre jetzt auf jeden Fall wieder vorbei, ne? Weil man immer denkt, dass man... Fahren, ne?
Wegen dem einen Pfeil, der beim Geradeaus. Ja, genau. Da kommt ein Pfeil vor dem Geradeaus mit Geradeaus und links. Genau. Und dann denkt man, dass man halt da auch nochmal, wie beim zweiten Fahrstreifen, dass man dann halt da auch nochmal links kann. Das haben ganz viele Fahrschüler. Die sagen, aber da war doch auch ein Pfeil. Ja, aber der erste, der davor, vor dem Geradeaus, ist geradeaus und links. Und deswegen denkt man das. Das ist aber oft, das ist aber auch in Richtung Mülheim, ist das ja auch. Das ist ganz oft in Duisburg. Ja. Und dann sagen die, hä, da war doch gerade ein Pfeil nach links. Ja, ja, aber der sagt dir hier, ne, von dem kannst du erstmal auf den links abbiegen. Aber dann kommen die dicken Linien. Genau. Da steht ein Fahrstreifen und dann kommt die. Ja, das habe ich dann auch gesehen, aber das rechts irritiert wirklich. Rechts abbiegen. Ja, das irritiert wirklich. Zumal ihr müsst ja nicht nur den Pfeil vor euch beobachten, sondern auch mal vielleicht den Reiter schauen. Ich wollte sogar ehrlich, aber weil man bei den zwei, wenn man zum Beispiel links ist, gibt es ja halt mehrere, die so zwei nach links und dann nimmt man ja den rechten. Ja, ja. Und deswegen ist das hier total irreführend. Aber ich wollte eigentlich aber rüber, aber. So, ja, gut, aber ich dachte dann, wenn ich links fahre und da müsste ich die nächste wieder links. Weißt du, wie ich meine? Dass man dann. Und dann wäre ja auch vorbei, wenn ich dann, wenn der Fahrprüfer nicht links will. Weißt du, wie ich meine? Nee? Ist auch egal, jetzt ist eh zu spät. Das ist ein Fahrradweg hier, ne? Warum ist der nicht einfach ganz normal abgebogen? Das ist eine durchgezogene Linie, da darfst du nicht drüber fahren. Thank you.
gehen wir essen? Samstag? Nächste Woche? Hoffentlich kann der Ding uns da. RP. Wollt ihr? Ohne dich. Warum? Weil du mich angehörst hast. Wann? Dann hat er gesagt, dann mach ich mir das um. Hallo, keine Vor- und Nachnamen mehr, bitte. Hä? Haben wir doch bis jetzt auch gemacht in dem Video. Ich weiß, aber einer hat geschrieben. Doch, hier dieser Studiotyp da, der Musiker. Ja, war das noch unsere Video, unsere Namen? Ist doch egal. Ja, okay, entschuldige. Wir wollen uns dann demnächst die Gefahrenbremsung durchführen. Entschuldige, jetzt hab ich das verwechselt. Ja, jetzt aber ganz schlecht. Machen wir gleich. Können wir auch bei uns hinten in der Straße machen. Ja, ich wollte dir das Leben nicht schwer machen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nach der Kurve, ja, wo jetzt hier oder fahren wir erstmal weiter. Weil die machen das ja manchmal auch auf einer 50er Strecke einfach. Echt? Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, aber die haben gesagt, das können machen die wohl ab und zu mal. Ganz klar. So, dann wollen wir mal alles vorbereiten für die Gefahrenbremsung? Wie schnell müssen wir da fahren? Mindestens 30. Ja, nee, nicht mindestens 30. Ja, maximal 30. Ja, so um die 30, ne? Ja. Auf einer so einer Hauptstraße hier, machen die das? Nein, jetzt nicht mehr, Daniela. Ach Gott im Himmel, ich dachte jetzt schon. Ja, aber du bist einfach nur zu schnell gewesen. Wir hatten so viele Optionen. Ja, aber sagen die nicht Stopp oder so? Ja, klar sag ich Stopp, ja. Aber erst wenn es soweit ist, wenn da eine 3 oder 0 steht. Nicht, wenn da eine 50 steht. Weil dann ist das viel zu heftig. Also wenn der sagt, dass die das gleich machen wollen, muss ich auf 30, ja, obwohl da 50 ist? Ja, wir wollen ungefähr 30 fahren. Ne? Also so eine 3 sollte vorne stehen. Aber nicht 3,9, sondern 3,0. Ja. Ich wusste nur nicht, ob ich dann, weil eigentlich ja offiziell dann 50 gefahren werden muss und dass ich dann trotzdem auf 30 runter muss. Ja. Sind wir bei Rot gefahren? Nein, oder? Nein. 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 Erschreck mich doch nicht. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt weil hier. Weil es so getan hat, als ob es grün war. Deswegen. Ja, die laufen doch hier alle einfach über Rot. Das interessiert doch hier gar keinen. Ich dachte schon, ich habe doch jetzt nichts falsch gemacht. Also über Rot fahren wird mir auch nicht einfallen. Daniela ist über Rot gefahren. Nee. Ja, dieses über Rot fahren ist ja was anderes. Damit ist ja nicht gemeint, dass hier die Ampel rot ist und du einfach vorbei, du einfach durchfährst. Na, das ist eher beim Abbiegen, wenn du nicht mehr auf die Ampel achtest, aber der Prüfer die Ampel nur noch sieht. Ich hatte mal den einen Prüfer, der so, war vorne rot, war vorne rot gewesen. Ist das und der, den ich auch mal? Ja, der. Naja, der hat auch gar kein Eigenleben mehr. Das ist doch so. Ich habe schon mal einen Fahrschüler durchfahren lassen, die ersten Minuten. Du? So? Achso. Nein, so warum? Ja, wir sind beim Zurückfahren, oder nee, beim Parken sind wir schon zurückgerollt. Ich so, aha. Ja, ich so, wenn er das schon nicht kann, wie will er dann fahren? Okay. Man muss wirklich ein bisschen Glück haben mit dem Prüfer. Kannst du mir sagen, was du machst? Ja, ist auf jeden Fall so. Sag ich ja. Und ich krieg den cremigsten Prüfer, den es überhaupt auf dem ganzen Planeten gibt. Wir hatten schon lange nicht so einen. Naja, die letzten waren wirklich alle gut. Ja, der ist in Rente gegangen, ne? Naja. Nein, du nicht. Oh Gott. Ich dachte. Den hat man schon sehr, sehr lange nicht gehabt, ne? Ja, schön. Den hatte ich ja letztes Mal bei Gidera gehabt. Aber hier glaube ich gar nicht mehr, seitdem ich hier bin. Gleich kommt. Der kam gestern mit langer Hose und langen Pullover. Und eine Jacke an. Eine Jacke hatte er. Mein Bruder ist auch so. Echt? Der hat im Sommer hat eine Jacke angezogen, im Winter. Der ist mit Shorts und T-Shirt gelaufen. Wir wollen bitte rechts ab. Und das stand so lange an der Ampel, genau vor den 30er Schild. Mal der Prüfung, Christian, wenn sich auch unterhalten muss, ich fahre, Daniela. Also, und wenn ich das stört, dann muss ich
das hören die nicht so gerne. Na, das ist für mich auch, wenn man sich die ganze Zeit unterhält, dann ist es so schwierig, weil man sich so weniger konzentrieren kann, weil das ja eigentlich nicht so ist, dass man sich so die ganze Zeit unterhält. Aber du sollst dich ja auch nicht an den Gesprächen beteiligen. Nee, mach ich ja. Zuhören auch gar nicht. Ja, wie soll ich denn nicht zuhören? Soll ich meine Ohren... Ja, wirklich einfach abschalten in dem Moment. Ich kaufe mir Oropax. Denk an dieser Kreuzung hier. Wo sollen wir denn ankommen? Links. Aber jetzt bin ich geradeaus. Du musst trotzdem gucken, dass du drüber kommst, ne? Geht spätestens, nicht mehr. Ja, geht schon. Bis zur nächsten Ampel hast du ja noch Zeit. Aber okay. Siehst ja da vorne, ne? Also so allzu viel Zeit sollst du jetzt nicht lassen. Okay. Wie kannst du denn zeigen, dass du darüber willst? So. Aha. Vielleicht sollst du auch im Spiegel gucken. Mach mal langsamer. Ja, die lassen mich doch hier niemals rein. Ja, jetzt auch vorbei ist, kannst du jetzt. Ja, der hat dich reingelassen. Ja. Das jetzt ist ja geil. Hast du gebremst, Christian? Ja, aber jetzt nicht wegen Gefahr oder so, sondern einfach nur für den Rücken. Warum hat das nicht gepiept? Ja, weil ich noch ganz leicht drauf gedrückt habe. Da piept ja schon, wenn ich da drauf drücke. Ah, jetzt okay. Nur wenn ich halt nur so 1 mm drauf drücke, dann piepst du halt. Ne? Machst du ja gerade die Prüfungsstrecke länger, ne? Ja, ich merke das schon. So, wir wollen Richtung Düsseldorf. Boah. Schätze ich mal. Ja, wir wollen mit Richtung Düsseldorf. Also, wir wollen mit dir links ab, genau. Der Dienstlaken ist hier, ne? Hier ist Düsseldorf. Oh, toll, ich wäre schon fast an der Fahrschule gewesen. Jetzt gucken wir auf die Ampel. Ja. Oder auch. Guck mal, seine Ampel, was hat die da? Links. Und deine Ampel? Links. Also stehst du hier richtig? Nee, aber siehst du, das vorhin hatte ich im Weg das Problem. Da dachte ich, da kann ich da fahren. Schau mal, hier haben die Markierung falsch. Die Markierung ist falsch. Ich weiß. Aber ist jetzt nicht so, als wenn wir noch nie hier hochgefahren wären, ne? Ja, ja. Und aber nicht von da. Natürlich. Nein, von der. Weißt du, wie oft wir schon Richtung Düsseldorf gefahren sind? Aber von der Fahrschule aus. Ja, aber das ist doch dieselbe Straße. Nein. Da kommst du von rechts hier drauf und hier aber kommst ist du. Ist doch egal. Nein. Hauptsache, du landest auf dem richtigen. Ja, jetzt muss ich hier rüber. Und da muss ich hier den linken. Du schon wieder vorbei. Das ist eine durchgezogene Linie, da darfst du nicht drüber fahren, das ist ja ganz einfach. Ja, und jetzt hier noch Busch. Okay, jetzt komme ich hier. Du kannst doch nicht einfach darüber ziehen, wenn ein Auto neben dir. Du hast doch an der Ampel gestanden mit dem Auto neben dir. Dann musst du doch dran denken, dass ein Auto neben dir fährt. Wenn der doch auch eine rote Ampel hat, mit einem Pfeil drauf wie du. So, diesmal mache ich das. Wir wollen bitte die nächste raus, ja? Also bleiben wir hier. Ja, wir bleiben auch da. Okay. Du darfst nicht vergessen, du bist irgendwann mal fährst du alleine, ne? Da hast du keinen mehr, der auf dich aufpasst. Egal aus welcher Richtung du die Straße reinfährst, ne, das ist immer gleich. Wenn man links abbiegt, immer den rechten Fahrstreifen. Die Straße ändert sich ja nicht dadurch, weil die Ampel. Der linke macht nur Ärger. Ja, das hat mich aber jetzt gerade so rausgebracht, weil ich da rechts fahren wollte.
Hier vorne. Blinker, Blinker. Und richtig gucken und nicht einfach rüberziehen. Ich hab. Das hat. Geguckt habe ich. Aber du kannst ja deine Prüfe erklären. Ja, ist so. Was soll ich jetzt dazu sagen? Rechtsschwäche entwickelt. Sorry, Bro, brauchst du es nicht angucken? Ja, perfekt. Oh. War ja auch bei uns? Ja, anscheinend. Ich dachte schon, warum grinst du die ganze Zeit hier so? Ist wohl gut gelaufen. Stopp, 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 nicht zu weit durchfahren. Denk dran, der möchte auch nach links abbiegen. Eventuell, wenn einer kommt. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Nee, das sagen meine Schüler immer ganz gerne, weil die widersprechen immer sehr oft. Hey, da kommt doch keiner. Ja, das mache ich auch. Habe ich auch, früher habe ich noch viel mehr gemacht. Okay. Jetzt, mittlerweile denke ich so, okay, der hat ja recht. Der muss ja Ahnung haben, ne? Ja. Ist der Kleingedruckte gelesen? Ja. Ja, dieser Kindergarten hat auch Samstags. Ach so, wir haben Samstag. Boah, sonst bin ich nur unter der Woche gefahren. Das hat... Mann! Wir wollen jetzt hier gleich rechts. Hier? Nein, 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 zweiter. Ach, mein Gott. Ich bin ehrlich nur von Montag bis Freitag gefahren. Ich bin noch nie samstags gefahren. Ich dachte jetzt, wir du haben... Du hast immer da Kleingedruckte gelesen. Ich dachte, wir haben jetzt keinen Samstag. Für mich kommt dann nicht vor, als hätten wir Samstag. Manchmal steht da auch Altenheim und dann 10 Meter weiter steht da auf einmal 22 bis 6. Ja, das habe ich letztes Mal gut gelesen. Aber jetzt habe ich echt nicht gedacht, wir hätten Samstag. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Kamera durchhält. Ja, Gott sei Dank. Weil die ist echt am Glühen. Was machen wir denn da, wenn es ein bisschen wärmer wird? Vielleicht die Kamera hier so hinhängen, hier über diese Lüfte. Wenn die neue kommt zum Beispiel, aber bei deiner können wir das auch machen. Also wenn die Rückfahrkamera da unten dran kleben. Deine hat doch auch eine Rückfahrkamera. Doch, ja. Ja, hat die noch. Ja, die kann man doch da vorne reinkleben. Dann wird immer, ne, nach vorne und nach hinten direkt aufgenommen. Da brauchst du keine Dashcam. Die, die Qualität kannst du doch nicht vergleichen. Ja, aber reicht, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel die kann, wenn die hintere mitläuft. Der fährt den gleich platt. Mm. Guck mal, es kommt noch ein Mercedes nach vorne. Ja, das ist. Oh mein Gott. Oh. Ich bleib schön da. Guck mal, denk an diesen Spiegel. Ja. Na, da ist noch genug Platz. Wir wollen bitte links abbiegen. Arbeitskollegin geht ja nicht mit mir. I'm sorry. War ich gemeint? So viele Arbeitskolleginnen habe ich ja. Gott sei Dank. Deswegen bist du meine Lieblingsarbeitskollegin. Ah, aber
ist Sackgasse. Ja, aber ich möchte Möchtest du in die Sackgasse fahren? Also okay. Wenn wir hier sind, kannst du eigentlich schon reinfahren. Ja, ja, aber, ja, ist aber ja klar, hier fährt ja man immer. Rechts abbiegen, bitte. Das heißt ja nicht in Sackgassen fahren? Rechts abbiegen, bitte. Okay. Guck mal, siehst du hier irgendein Auto rückwärts stehen? Mhm, nein. Guck mal, wir stehen jetzt so, ne? Mhm. Und die Autos sind so geparkt. So, ne? Mhm. Willst du jetzt so da reinfahren? Mhm. Oder willst du vielleicht lieber so da reinfahren? Ich dachte, ich muss immer rückwärts einparken. Bist du hier schon jemals vorwärts rausgefahren? Nein. Gut, wir wollen hier parken. Soll ich jetzt drücken? Jetzt kann ich nicht mehr. Okay, das fahren. Wir fahren müssen nach bis hinten, dann damit wir vorwärts reinfahren können. Okay. Kannst du mir erzählen, dass wir hier noch nie geparkt haben? Mit der rechten Hand, damit man halt noch den Schulterblick macht, um zu gucken, ob hinten Fahrradfahrer oder Fußgänger kommt. Sehr schön, okay, super. So, mein Aufwand hier. Soll ich anfangen? Ja. Ja, du bist ja, du hast ja alles aufgeschrieben. Ja, also wir haben ja auch zwischendurch immer sehr viel kommentiert, Daniela. Heute hättest du auf jeden Fall nicht mehr. Heute war ja. Ich weiß nicht, ob es in den Fahrstunden so ist, aber es war wirklich ein bisschen zu viel. Nee, eigentlich war das die ganze Zeit gar nicht so. Ja, ne? war besser. War noch nie super geil, aber es war besser. Ne? Okay. Was wegen der Aufregung wirklich jetzt? Ja, jetzt wenn wir so alleine fahren, ist das was anderes, ne? Weil man kennt sich halt auch so über die Monate, man kann den Menschen einschätzen. Und wenn das so, weiß ich nicht, jetzt, das bist zwar du, ne? Also weißt du, aber das ist so trotzdem komisch. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß auf jeden Fall, was du so, und wenn da jetzt, ich glaube, das ist noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob das, also das ist jetzt für mich schon schlimm, wenn halt nochmal irgendwie, obwohl das du bist, aber du bist halt trotzdem auch außenstehend, so also an sich, weil wir fahren ja nicht zusammen. Ich weiß, was du meinst, alles gut. Und dann ist das so, dann ist das, für mich ist das, ich werde direkt viel nervöser. Und ich weiß nicht, ich habe das die ganze Zeit schon gesagt, wenn halt nochmal dann ein Fahrprüfer dazukommt, den ich wirklich überhaupt nicht einschätzen kann, weiß ich halt nicht, wie das dann noch von der Nervosität halt. Aber guck mal, ich wollte ja eigentlich heute gar nichts. Der Prüfer ist genauso, er möchte. Guck mal, das ist viel mehr Arbeit für die Prüfer, wenn ihr durchfahren solltet. Ja? Viel mehr Schreibkram, ne? Dann nochmal weiter. Und warum auch? Er möchte einfach nur, er sagt nur rechts, links, einmal parken, umkehren, das war's. Und ihr macht euch das viel, viel schwerer, als es ist. Einfach ausblenden den Prüfer, okay? In dem Moment redet nicht der Christian mit dir, sondern halt ein anderer Mensch, ja? Und die meisten sind auch wirklich ganz lieb. So, wenn du nach hinten schaust, gucken die auch aus dem Fenster, damit die ja keinen Blickkontakt mit dem aufstellen.
ist. Tief durchatmen. Immer wieder tief durchatmen. Und wenn ich die Gespräche stören sollte zwischen Prüfer und Fahrlehrer, dann sagst du das. Dann sagst du, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, es tut mir leid, ne? Ich brauche aber etwas Ruhe. Nicht schlimm. Wenn man es so ausdrückt, ist es, denke ich mal, für keinen Prüfer schlimm. Dann etwas, was du machst. Ich zieh mal ein bisschen auf. Ja, auf jeden Fall. Für die Leute hier auch dann sicher Video. Technikfragen waren okay. Ne, super gewesen. Hast du alles beantwortet. Ich habe auch ein bisschen umgebohrt. War auch alles in Ordnung gewesen. Dann die Autobahn auf war eigentlich gut. Das hast du nicht. Also du hast schön beschleunigt. Ich fand das super. Du hast geguckt. Du bist rübergezogen. Ja, dann hast du immer mehr Gas gegeben. Irgendwann habe ich schon die 100 gesehen, dass er nicht schon gebremst hat. Ne? Um 20 km/h hast du die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Dann hast du, als wir Kamp-Lütfort rausfahren sollten, ja, hast du immerhin weiter rechts geblinkt. Immer wieder rechts, weil Kamp-Lütfort war aber irgendwann links. Ja? Da, wo sich die Fahrstreifen trägt, kannst du gerne links blinken und dann Richtung Kamp-Lütfort fahren. Oder halt gar nicht blinken. Oder wenigstens den Blinker ausmachen, ja. Sodass man weiß, okay, sie möchte jetzt da lang fahren. Mhm. Gut, dann habe ich bei, okay, da, dieser Linksabbieger, wo du einfach geradeaus weiterfahren möchtest. Ja, aber vorher kam ja noch die zweite Autobahnauffahrt, wo sie dann so hektisch eingelenkt hat. Achso, stimmt, das habe ich ja gar nicht mehr aufgeschrieben. Längst zu hektisch auf der Autobahn. Ganz, ganz gefährlich. Das ist wirklich, du musst ganz flach lenken, ja? Nur ein bisschen nach links, dabei schön beobachten auch und dann, aber dieses Nachlenken auf der Autobahn ist ganz gefährlich bei hohen Geschwindigkeiten, ja? Zumal wir waren ja nicht mal bei hoher Geschwindigkeit und wir sind trotzdem hin und her gewackelt hier im Auto. Ja, wir haben ja schon den Fahrstreifen quasi übersprungen. Genau, er hat ja auch eingegriffen. Ja? Also er hat ein bisschen zu oft eingegriffen, finde ich heute. Zu Recht, aber... Mhm. So, und dann nochmal, Weg links abbiegen, genau, wo du dich einfach geradeaus eingeordnet hast, aber es nicht gemerkt hast, das wär's. Wenn du dich falsch einordnest, sagst, oh, es tut mir leid, ne, ich muss aber jetzt gerade, aber dir ist es ja nicht mal aufgefallen, das war halt das Schlimme. Wenn es dir auffällt, sagst du es, nicht schlimm, dann fährst du so, wie ich jetzt geradeaus halte, ja? Mhm. Ja, weil zwischendurch hast du ja den Blinker, als wir da standen, ausgemacht, und da habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du es gemerkt, ne, aber dann hast du ihn wieder angemacht, und dann wusste ich schon, oder wir wussten dann schon direkt, du willst nach links. Hättest du den Blinker einfach ausgemacht, wärst geradeaus gefahren, alles kein Problem. So, und dann sind wir ja deswegen nochmal rechts abgebogen, weil wir halt die Strecke wiederherstellen wollten. Und dann bist du über den Fahrradweg gefahren. Ja, das ist komplett. Viel zu eng bist du abgebogen nach rechts. In so breiten Straßen, ja, wo zwei Fahrstreifen sind, Fahrradwege sind, nicht so eng abbiegen. Du musst einfach nur auf deinen Fahrstreifen machen. Das sind durchgezogen. Ja, und du bist so langsam abgebogen, dass der hinter dir schon keine Lust mehr hatte zu warten. Hat man ja gemerkt, ne? Der kam ja immer näher. Ja, wo ich gesagt habe, ja, bieg doch noch vor uns ab. Ne? Wirklich, die wollte einfach nur reinfahren. Ja, dann... Fahrstreifen halten, habe ich auch noch aufgeschrieben. Sehr oft, ne, sind wir mal im rechten Fahrstreifen. Also so die Linie immer so kurz vorm Abbiegen meistens. Weil du guckst in dem Moment und dabei lenkst du wahrscheinlich in die andere Richtung ein bisschen. Ne? Dann habe ich noch geschrieben, Fahrstreifen wechseln. Genau, das war glaube ich dann hier die, als wir geradeaus weiter wollten und du einfach uns halt gezogen hast, rechts abzubiegen. Mhm. Du kennst das doch. Das ist unser Gebiet hier. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause, genau. We are at home. Yeah, that's our home, okay? Wir sind aber wirklich zu Hause, da kannst du doch sagen. Wir sind wirklich da vor der Fahrschule. So ein Fehler, sollte dir bitte nicht passieren. Ist passiert, ja, der will immer geradeaus, okay, du bist rechts, aber du hast dir, ne, dann nochmal eine Autobahn, nochmal abbiegen. Ja, viel mehr erschwert. Ne, dann Verkehrszeichen und. Ja, und dann hab ich schon, du blinkst immer sehr oft zu spät. So dass ich das schon nochmal wiederholen musste und wie der Christian schon sagte, wenn du nicht blinkst, dann weißt du ja gar nicht, was du vorhast. Im Kopf weißt du wahrscheinlich, okay, ich muss jetzt links rüber. Aber du tust nichts dafür, den anderen mitzuteilen, was du vorhast. Die können nicht unsere Gedanken lesen. Dann habe ich zu der Grundfahraufgabe umkehren. Du hast dir wieder das Leben schwer gemacht. Da, wo ich es gesagt habe, hatte ich eigentlich schon eine größere Lücke und links waren keine parkenden Autos, sodass du beim Reinlenken sozusagen, ne, nicht so viel, also ein bisschen mehr Platz hattest. Nicht schlimm, du hast es trotzdem gut gemacht, du bist reinkommen, es war nur ein bisschen, oh, schaffe ich das, da vorne ist kein Pieper, was ist jetzt, ne? Die Frau hast du gesehen, hast du gehalten, fand ich auch gut. Und dann bist du aber beim ersten Mal nicht rumgekommen, dann ist du nochmal komplett reingelegt, sodass wir dann schon fast so ganz über den Bordstein waren und dann weitergefahren. Ich habe aber ein Hähnchen drin gehabt, ja? Und dann halt zum Park. Erstmal zur Verkehrsbeobachtung beim Parken, das war nicht gut. Du bist so auf deinem Parken fixiert gewesen, dass du kaum beobachtet hast. Und dann, als es dir eingefallen ist, dass du noch gucken musst, oh, ne, hast du dich so umgedreht und dann musst du weiter. Verstehst du? Du musst ein bisschen mehr beobachten beim Parken. Nicht nur aufs Parken fixieren. Den ersten Versuch hast du
nicht geparkt, nicht schon, aber man zeigt ihn dann. Du darfst beim Parken, wenn dein Auto hinter dir ist, der wartet. Ne? Wenn der steht, dann wartet der. Der wartet so lange, bis du fertig bist. Da kannst du nicht einfach sagen, ja okay, der wartet, jetzt beeile ich mich extra und fahre schon viel zu früh nach rechts. Dann siehst du ja, was passiert. Dann ist die Motorhaube direkt an denen sein Arsch. Kannst du nichts mehr machen. Ne? Kannst nicht mehr korrigieren. Du musst immer lenken, wenn die B-Säule am Ende vom Auto ist. Sonst kannst du nichts mehr reißen. Das ist leider so. Ja. Ja, die machen mich immer so nervös, weil ich denke, die müssen wegen mir halten. Egal. Ja, müssen die auch. Ja, aber deswegen. Aber wir halten dann auch wegen anderen. Das ist erstmal egal. Das musst du ja in Kauf nehmen, wenn du im Straßenverkehr bist. Du musst halt auf andere warten. Nur wie gesagt, derzeit deine zweite Klasse nicht. Niemals. Immer in Ruhe, immer schön, ne? Ruhig, langsam. Und wenn du, ich gebe dir einen Tipp, wenn du jetzt rückwärts gefahren bist, du links gegeben bist, ja? Okay. Dann schaltest du ja wieder in D, weil du musst ja nach vorne. Ne? Das hast du in D geschaltet. Dann kannst du nicht dein Lenkrad einfach so stehen lassen. Ansonsten fährst du immer nach vorne, nach hinten, nach vorne. Ja, so eine Banane. Du musst in die entgegengesetzte Richtung lenken dabei. Mhm. Ja? Damit du halt das Auto anders hinstellen kannst. Also genau so hinstellen möchtest, wie es halt Sache ist. Mhm. Aber wenn du das Lenkrad immer so lässt und nach vorne und nach hinten schaltest, du kommst nicht vom Fleck. Mhm. Hatte ich auch schon mal in der Prüfung. In Düsseldorf, da sollte die nach links abbiegen, aber die ist nicht rumgekommen, weil die hat immer nur Vorwärts-Rückwärtsgang gemacht. Okay. Ja. Aber manchmal helfen die Prüfer danach. Ne? Die sagen, ja, lenken Sie mal vernünftig erstmal. Ja, aber das war halt auch ein kleiner Fehler, ja, aber der sich dann irgendwann gehäuft hat. Ja. Zumal die machen sich ja dann immer mehr Kopf. Ne? Die bleiben an dem Fehler hängen, die Schüler. Oh, scheiße, ich hab grad. Ja, das ist bei mir auch voll oft. Also ich, wenn ich merke, ich zum Beispiel beim Einparken, ich weiß, okay, ich sehe, ich bin am Bordstein und dann fängt mein Kopf an zu überlegen, was mache ich jetzt? Wie fahre ich jetzt? Fahre ich jetzt geradeaus rechts? Fahre ich jetzt geradeaus links? Fahre ich jetzt da hinten rechts? Nach hinten links? So, mein Kopf denkt zu viel und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen muss. Das ist auf einmal so. Aber wenn du gegen den Bordstein fährst, ja, dann weißt du, okay, ich muss jetzt nach vorne rechts. Nee, mehr kann man nicht machen. Mehr geht einfach nicht. Alles andere ist unlogisch. Dann schaltest du in D, längst nach rechts und fährst näher an den Bordstein vorne. Weil du willst in die Parklücke. Du willst ja nicht nach links ins Auto, ins Haus oder was weiß ich, oder? Du willst ja in die Parklücke. Oder so, ja? Ja, tut mir leid, das hat einfach heute auf jeden Fall nicht geklappt, aber dafür vielleicht die. Aber jetzt weißt du wenigstens, wie das so ist, unter Druck. Ne? Ja. Ist nun mal so. Wir danken dir vielmals, Daniela. Ja. Möchtest du noch was dazu sagen? Genau, vielleicht so ein kleines Resümee. Ja, wenn nicht, so okay. Wir haben ja noch ein bisschen. Ja, fahren dann vor zum Samstag. Okay. Machen wir Feierabend. Ciao. Gott sei Dank.